Skorpion, hi, Wochenbotschaft, 18. bis 24. Dezember. Bitte verzeiht, ich habe gerade 3 M&Ms gegessen, so ab in den Mund zerbissen und ich habe immer noch diesen Nachgeschmack von dieser Schokolade. Ich liebe ja Schokolade. Bitte verzeiht, Skorpion, aber ich werde dieses Video nicht nochmal neu machen. Warum? Weil es ist mir Lattewurst. Das ist Authentigkeit, das ist die Realität. Und das ist das einfach, was raus darf, okay? Ich war gerade im seelischen Orgasmus-Flow, wirklich von meinem M&M. So, zurück zu dir, Skorpion. Es sei mir gegönnt. Skorpion, kommende Woche kann es sein, dass du vielleicht ein Gespräch führen wirst, ein Gespräch führen solltest, ein Gespräch führen musst, okay? Zwilling, Waage, Wassermann können sehr begleitende Energien sein, aber es dreht sich vor allen Dingen um das Kopfdenken. Ja, die Kopflastigkeit, die Gedankenkarusselle, immer wieder zu kämpfen, okay? Du suchst nach Antworten, du hast schon genug Geduld gehabt. Skorpion, kommende Woche, die Kommunikation wird der Schlüssel sein, die Gespräche werden der Schlüssel sein und die richtige Antwort wird kommen. Wenn du in der Liebe jemanden zurückhaben möchtest, wenn du in der Liebe jemanden was gestehen möchtest oder was mitteilen möchtest, mach es aus dem Herzen heraus. Bringe Liebe in die Situation, bringe Verständnis in die Situation, Klarheit, aber auch mache den anderen klar, was du wirklich möchtest. Egal, ob es in der Partnerschaft ist, in der Dreieckskiste, ob es mit der Familie ist, alles, was Gefühle und Ebene mit Liebe, ja, und Mitgefühl zu tun hat, solltest du dich auf eine Ebene begeben, um mit diesen Menschen zu reden, aber aus dem Herzen heraus. Ja, nicht aus dem Streit heraus, sondern aus dem Herzen heraus. Nächste Woche wird eine sehr gewöhnliche Woche werden können. Abgesehen vom Weihnachtsstress, abgesehen von den Geschenken, abgesehen von diesem ganzen Konsumrausch, abgesehen von allem, ja, wird es eine relativ normale Woche werden, wo aber dein Kopf ja oftmals rebelliert, wo deine Gedanken dich oftmals zu Fall bringen können. Aber du wirst wieder in den Flow kommen, weil die Heilung beginnt bei dir über Nacht, wenn du schläfst, wenn du meditierst, wenn du in der Badewanne hockst, wenn du offen bist für das, was das Universum dir geben oder zeigen möchte. Okay? Für einige von euch öffnen sich die Türe in eine neue Version von euch selber durch die Selbsterkenntnis, in eine neue Version durch eine bessere Partnerschaft oder Versöhnung in der Partnerschaft, durch eine bessere Verbindung auch mit eurem Berufsleben, auch mit den Alltagssituationen. Der Alltag heißt, ich gehe einkaufen vielleicht auch, ja, ich bereite was zu essen zu, ja, man macht sich die Haare, also alles, was Alltagssituationen bei dir sind, werden weiterhin so funktionieren und sich aufzeigen, aber der Weihnachtsstress kann natürlich auch ein bisschen aufwuseln, aber das ist nicht das. Es geht sich viel um dich selber. Ja? Das heißt, du bist kein geiziger Mensch, aber auch nicht super spendabel. Ja? Du bist kein super herzlicher Mensch, aber auch kein Grottenmolch. Okay? Du hast viele Konflikte, familiär, ja, die einen oder anderen, aber trotzdem hast du immer die Situation im Griff oder du bekommst sie immer im Griff. Und kommende Woche heißt das auch wieder hier, Kommunikation ist der Schlüssel, kläre etwas, egal mit wem es ist, mit dem Hund, mit der Katze, mit der Maus, mit dem schielenden Floh, mit der Tochter, mit dem Hausmeister, wie auch immer, und fühle dich immer in der richtigen Position, Recht zu haben und fühle dich immer in der Position, dass das, was du sagen möchtest, auch wirklich vertretbar ist für dich. Das heißt, eine mega geile Woche, trotz Kummer, trotz Schmerz, trotz Traurigkeit, ja, kommt viel Liebe, Sympathie rein und du wirst alles in deiner kommenden Woche so kreieren, dass du abends ins Bett gehen kannst und sagen kannst, mega geil. Okay? Möchtest du mehr wissen? Wie gesagt, schreib mich an. In den kurzen Videos kann ich nicht immer alles raushauen, dafür hast du die private Legung, okay? Ich wünsche dir alles, liebe Skorpion, und liken, teilen, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen und wir hören uns. Bye!